Nicht lang schnacken, halbe Stunde ist kurz, also auf. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ich nehme die quasi im Anschluss auf, so mehr oder minder. Und wir haben gerade Katerium geholt und es liegt hier auch schon fleißig rum. Und ich würde sagen, damit weihen wir jetzt einfach hier unsere neue Betriebsfläche ein. Und setzen hier einfach direkt mal... Wo haben wir es? Eine schicke Wand. Zack. Und lassen da das Fließband ein. Zack, ich guck mal. Nee, so läuft das ja doof. Das gefällt mir nicht. Wir nehmen das hier und dann machen wir so. Und ich glaube, dann sieht das ganz okay aus. Oder auch nicht. Ja, natürlich ist das dann im Weg. Aber eigentlich muss es auch weiter im Weg sein. Wie mache ich denn das? So, seht ihr? So Sachen, die ich mir nicht vorab überlegt habe. Hätte ich mal machen sollen. Ich glaube. Zack. Ich mache das einmal hier kurz so. Und dann hauen wir einfach kurz einen Lift dran. Eins. Ja, so ist okay. Eins, zwei. Und dann fahren wir das einfach hier rüber. Zack. So, das gerade ist. Passt das so? Ja, so passt das. Und dann fahren wir hier einmal nach unten. Zack. Nehmen das Ding da weg. Fahren da rüber. Und dann kommt man hier drunter doch weiterhin wunderbar durch. Hier gucken wir einmal. Zack. Geht das von da nach da? Ne, ist zu steil. Das habe ich mir aber fast gedacht. Gehen wir mal einen nach hinten. Zack. So geht's. Dann haben wir nicht so ein langes Gefälle. Zack, zack, zack. Und dann sind wir hier hinten dran und können direkt anfangen. Den Scheiß können wir nochmal abreißen. So, diesmal lassen wir hier gleich ein bisschen Luft, würde ich sagen. Damit man hier auch ein bisschen langlaufen kann. Und ich habe noch keine Ahnung, was ich hier eigentlich jetzt groß machen muss. Ich würde einfach mal vermuten, ich muss den Scheiß jetzt mal einschmelzen. Und hoffe, dass ich dafür keine Kohle oder sowas brauche. Ach, jetzt haben wir da auch wieder... ich bin ein Trottel, ihr Lieben. Denn wenn ich da unten langlaufen will, ist vielleicht schlecht, dass ich das hier unten anbinde, oder? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und auf die Höhe... funktioniert wahrscheinlich auch kein Lift. Nee. Nee, 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 nee. Also alles nochmal weg. Weil ich so ein schlauer Typ bin. Dann einmal... Nee, das ist ja schon mal falsch rum. Das ist schon mal doof. So machen wir es. Zack. Zack, dann hier ein bisschen einmal so. Und dann hauen wir hier den Lift auch nochmal ran. Hoffentlich auf der gleichen Höhe. Kommt das hin? Ne, das ist zu flach. Das ist auch immer ein bisschen schwierig mit dem Einschätzen, ne? Das müsste hinkommen. Jetzt ist er zu hoch. Ich kotze im Strahl. Wurde für diesen Ausspruch übrigens des Öfteren verlacht, als ich mit ein paar Leuten zusammengespielt habe. Ich nenne jetzt keine Namen. Weil ich das ganz schön oft sage und ich achte seitdem ein bisschen mehr drauf und ich sage das echt ständig. Meine Güte. Sage ich das oft. Wie? Es ist doch jetzt echt kürzer gewesen. Was läuft denn hier nicht richtig? Kann nicht angehen, dass das hier unterschiedliche Höhen hat oder was? Das ist doch flacher. Kann mir keiner erzählen. Wie oft baue ich das Ding jetzt noch? Was meint ihr? Also ich habe jetzt schon Bock, das Ganze neu zu starten. So, und jetzt geht's bergauf, oder was? Nee, jetzt kommt's hin. Okay.
So ist es sauber. Dann kann das jetzt erstmal weg. Ich habe genug Katerium in der Buchse mittlerweile. So. Ich glaube, da drunter bauen wir... Ne, da drunter bauen wir kein Tor. Machen wir normale Wand runter. Und dann kommt hier erstmal die Schmelze ran. Jetzt aber tatsächlich. Zack, Schmelzofen. Den machen wir hier hinten hin. Und dann sollten hier, genau, Katerium-Barren sein. Sehr schön. Hier, die können da gleich rein. Dann kann die nachher gleich loslegen. Da kommt wieder ein Lift ran. Das kann was werden. Das hat ja eben schon super gut geklappt. So. Ich hoffe einfach mal. Ich bin auch ein Meister, was das angeht. Ne. Sag mal, hängt der da überhaupt dran? Ich hoffe es einfach mal. Nein, warum habe ich den jetzt gelöscht? Ach, ich bin doch scheiße. Ja, komm. Also, die Aufnahme ist jetzt schon verhext. Ganz im Ernst. Ich habe jetzt schon die Schnauze voll. Ne, ich hätte es lassen sollen. Ja, jetzt geht das natürlich auch wieder nicht. Oh, Mann. Ne, den geh erstmal so daran. Auch wenn das nicht stimmt. So. 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 Und jetzt musst du flacher. Zack. Ich glaube. So war er eben. Fragezeichen. Ja. Irgendwie habe ich heute einen Knick in der Optik. Kann das sein? Gut, das ist also der flachste. So, so. Gut, dann kommt es endlich mal hin. So, und aus dem Cut. Ach nee, ich muss erstmal die Barren machen, weil dann muss ich erst weiter forschen. Gut. Dann ziehen wir mal hier fix ein paar Wände hoch und Tor. Und dann müssen wir mal schauen, wo wir hier Strom für herkriegen. Denn ich habe ja hier eigentlich relativ schick den Strom verlegt. So, das heißt, hier wird am Ende der Strom langlaufen. So, und hier kommt wahrscheinlich irgendwas anderes irgendwann rein. Zack, aber erstmal können dafür auf jeden Fall hier die Teile hin. So. Und jetzt holen wir uns aber von da Strom. Und dann passt das. Von hier gehen wir nach hier rüber. Wie groß das Ganze wird, kann ich noch gar nicht sagen. Aber der kann jetzt erstmal hier anfangen. Oh, das geht ja echt zackig. Braucht 45. Oh, ich kann da wesentlich mehr Dings noch mit befüttern. Wie voll bist du jetzt? Gut, du hast die 100 schon voll. Dann würde ich sagen, haben wir da doch gleich mehr Logistik. Vielleicht aber ein Splitter. Okay, der sitzt echt komisch. Kann ich den nicht hier hinten dran setzen? Warum sitzt denn der da so seltsam dran? Das ist ja ins Scheiße. Der sitzt da wahrscheinlich an diesem blöden... Ja. Na, das nervt mich ja mal. Das ist mir ja noch nie aufgefallen, wie scheiße das ist. Naja, ist dann so, ne? Dann ist das halt so. Dann hauen wir da gleich die nächste neben. Die nächste Schmelze. Ich möchte gar nicht wissen, was ich alles für den Turbodraht gleich brauche. So, dahin. Da kommt der hin. Dann kommt da ein Fusionator hin. Quatsch. Doch, Fusionator. Richtig. Nicht genug Freiraum. Dein Scheiß Ernst. Oh, manchmal macht mich dieses Spiel echt wahnsinnig. Und zwar nicht zu knapp. So, das heißt, der hier muss jetzt nochmal ab. Damit ich da einen Fusionator ansetzen kann. Einen Splitter.
Ungültige Platzierung. Ey. Das war doch da hinten bei den anderen überhaupt kein Problem. Wieso ist das jetzt hier so ein Aufriss? Kann ich annehmen. So. Splitter. Geht doch. So, von da jetzt nach da. Und dann kommt das hier weg. Der Lift sitzt jetzt logischerweise ein bisschen weiter drüben. Zack. Zack. So, und dann können wir hier rüber bauen. Das ist erstmal schön. So, dann haben wir da gleich einen guten Grund, noch eine Wand hinzubauen. Zack, ich will ja den Scheiß so weit wie möglich. Jetzt habe ich keinen Beton mehr da. Ich kotze im Strahl. Was ist hier nun los? Naja, ich kann dann erstmal die Forschung starten. Ich glaube, 50 Barren brauchte ich dafür. Zack. Dann können wir ihn hier gleich voll machen. Ich habe so viel Scheiße im Inventar jetzt. Nee, kann ich nicht. Gut. Machen wir dich hier gleich voll. Kriteriumbahn. Rein damit. Kriegst auch gleich Strom. Kannst du schon mal anfangen. Bisschen was hast du da. Und in der Zeit hole ich ein bisschen Beton und trinke noch einen Schluck Käffchen. Und dann gucken wir doch mal, dass wir hier den Turbodraht recht zackig hinkriegen. Ich glaube, 5 Minuten braucht er zum Erforschen. Hoffe ich. Wünsche ich mir. Müsste ich ein bisschen was angesammelt haben. Joa. Nehmen wir mit. Und dann gehen wir doch einmal zur Mäm. Zack. Zack. So. Warmes Kriterium. Oh, ich kann den schon. Ne, hier. Erforschen. 50 Stück. 3 Sekunden braucht der Spaß noch. Das geht ja angenehm schnell. So, und dann kriegen wir Kriterium Elektronik. Ja, ruhig 100 Dings führen. Was ist das andere? Kann ich noch nicht. Alter, was ist denn das jetzt schon wieder? Inventarplätze, wie mir scheint. Aber dafür brauche ich erst Draht, den ich jetzt aber ja machen kann. Habe ich genug dabei, um jetzt noch Konstruktoren und so zu bauen? Ja, habe ich. Und Schmelzen kann ich im Zweifelsfall auch noch machen. So, aktuell kommen ja nur 120 davon dem Förderband runter. Wir lassen uns einfach mal ein bisschen Luft. Falls wir davon noch irgendwie mehr brauchen. So, wollen wir zunächst mal hier die Wände hochziehen. Ich habe die Halterung leider nicht freigeschalten. Scheiße, dann kann ich nur diese vorgefertigte hier nehmen. Zack. Und die geht auch nur so rum, das ist doch scheiße. Wird Zeit, dass ich mehr Tickets kriege. Daran und daran. So. Da brauchen wir 2 Manufaktoren. Konstruktoren, nicht Manufaktoren. Hoffe ich zumindest. Zack. Und hier gleich nochmal das gleiche. So. Zack. Ich meine, das ist ja alles relativ schnell gemacht. So ist ja nicht. Du machst Turbodraht. Wie viel brauchst du da? Nur 12 pro Minute. Alter, wie viel kann ich denn da machen? Das geht ja ruckzuck. Wie viel haust du hier raus? 45 pro Minute. Geil, fast 3 Stück mit befeuern. Hm. Ich glaube, das machen wir ein bisschen anders. Das kommt alles nochmal weg. Aber das wird ja sonst zu voll hier. Ich kann damit ja schon 6 Konstruktoren am Laufen erhalten. Oder am Laufen halten. Dann mal 1, 2, 3, 4, 5.
Zack, zack. Noch ein bisschen was ran. Ja, wir denken jetzt einfach mal ein bisschen größer, ne? Ich denke mal, der Bedarf daran wird steigen. Irgendwas muss da ja auch mal irgendwann draus produziert werden. Und dann machen wir es gleich richtig. 1, 2, 3, 4, 5. Und den sechsten daneben. Alter, wie der Stromverbrauch dann auch in die Höhe schnell, ne? Meine Fresse. So. Dann knolzen wir da einfach gleich Logistik. Ein Fusionator ran, was natürlich nicht geht, ehrlich. Aber das ist nicht so wild. Da bitte raus. Und der kann von mir aus hier sein. Und da reicht eigentlich auch. Quatsch, wo ist denn das? So ein Teil hier. So, ich hoffe mal, da kommen wir rum. Ja. Sehr schön. Einmal einen Lift dran. 1, 2. Und hier auch. 1, 2. Rüber die Hütte. Und dann läuft das hier. So, hier brauchen wir einen Splitter. Oder viele Splitter, besser gesagt. 1, 2, 3, 4, 5. Und der Optik halber kommt hier ein Sechster hin. Einfach nur, damit es vernünftig geordnet aussieht. Daran, 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 daran. Ach komm. Auf jeden Fall haben wir gleich 4 Turbodraht. Ob wir die brauchen, weiß ich noch nicht. Wenn nicht, wird das halt wieder umgestellt. Dann ist das halt so. Ne, und die Konstruktion, Toren können ja im Zweifelsfall bestimmt auch irgendwas anderes herstellen. So, aber irgendwer hat mir mal gesagt gehabt, von dem Turbodraht, da brauchst du viel von. Dann kriegen wir das doch hin, oder? So, das darf jetzt erstmal fleißig volllaufen. Turbodraht. 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 Und Turbodraht. Leck mich fett. Das ist eine Menge. So. Die brauchen natürlich noch ein bisschen Strömung. So, wer hätte das gedacht? Die Halle endet jetzt schon hier. Obwohl, ich kann das eigentlich... Ja, ich mach das so. Moment. Ich hau hier einfach so einen großen Lagercontainer hin. Auf die Höhe von der Schmelze. Zack. Und dann führen wir das hier einfach zurück. Das ist doch der Shit. Dann machen wir das hier mit Fusionatoren. Federbahn, Fusionator. Es kann so einfach sein. Ja. Ich habe mal früher daran denken müssen, dass der Scheiß hier auch irgendwie wieder raus muss. Ne? So. Na, es ist erstmal egal. Wir gucken erstmal, was wir Strom rankriegen. Und dann kann ja eigentlich, ja, hier die Wand auch wieder dicht gemacht werden. Gut, die da sitzt jetzt einmal falsch rum, aber das ist ja nicht weiter wild. Dann haben wir hier erstmal Turbodraht. Was auch immer wir am Ende damit anfangen können. So, unten machen wir dicht, blickdicht und oben setzen wir Glas ein. Zack, zack. Na komm. Ist doch ganz schicki. So, jetzt bekommt der ganze Spaß noch Strom. Ach, ich kann ja sogar die Wand wegreißen. Wie gut ist das? Zack. So, und da oben Glas rauf. Zack. Schon sieht das nicht mehr ganz so blöd aus, aber der Kram kommt weg. So. Die kriegen auf jeden Fall erstmal irgendwie anders Strom.
Zack. Und zack. Da oben machen wir wieder so rauf. Ach, jetzt habe ich das. Oh, läuft trotzdem. Schön. Das ist doch schön. Ne, ich hau da später nochmal wieder eine Halterung ran. Dann ist gut. So, das nehmen wir weg. Und das auch. Ich will hier gleich, diesmal gleich alles ordentlich bauen. Ne, ich will hier nicht wieder alles irgendwie nur schnell ans Rennen kriegen und dann sieht das nachher aus wie gewollt und nicht gekonnt. Wobei das ja bei mir eigentlich Programm ist. Zack. Und zack. Sieht das ein bisschen aus, als soll's so. Und dann machen wir den nochmal. Den setze ich, glaube ich, etwas höher. Zack. Wir jeden setzen wir gleich einen hin. Und dann sieht das auch nicht ganz so scheiße aus. So. Einmal Kabel verteilen und dann läuft der ganze Scheiß aus. Zack. Zack. Ist natürlich ein bisschen Verschwendung, ne? Hier für jeden Konstruktor ein so ein Teil hinsetzen, aber es sieht etwas geordneter aus und das reicht mir in dem Fall, glaube ich. Beziehungsweise ist mir fast noch am wichtigsten. So. Damit laufen die dann auch. Und können dann auch gleich rausballern, sobald die alle verbunden sind. Zum Glück können die ja bis 100 bei sich drin einlagern. Von daher alles gut. Wir haben Zeit. So, dann müssen wir auch recht bald den Stahlbeton wieder ans Rennen kriegen. Aber ich wollte jetzt erstmal gucken, dass wir hier Turbo gerade einfach mal haben. Tada! Das läuft hier vom Band. Ich glaube, das krieg das gar nicht alles weg mit den Förderbändern. Wie viel machst du pro? 60. Ist das Band ja gleich zugeschissen. 270. Ich kann gerade mal von 4 Stück abführen, aber gut. Das ersetzen wir nachher einfach mit stärkeren Förderbändern und dann ist alles gut. So, der ist ja ratzfatz voll dann. Okay. Dann können wir aber gleich... Wie viel stackt der denn? Alter. Moment. Hier hinten kommt jetzt einfach mal temporär weil ich einfach nicht weiß, was ich sonst mit dem ganzen Turbodraht soll. Das muss er hier nicht in so Mengen vor sich hin oxidieren. Zumal das hier hinten gerade eh nicht abläuft. Gibt hier einmal einen Schredder hin. Und dann schreddern wir da einfach ein bisschen was weg. Zack. Zack. Das kommt bitte einmal weg. Dann gehen wir von hier nach... Ach, scheiße. Mist. Mist, Mist, Mist. Nee, so bringt mir das nichts. Zack. Zack. Logistik. Da kommt einmal ein Splitter ran. Der das Ganze mal da schickt und da kommt ein Fusionator ran. Der das Ganze noch da schickt. So, wahrscheinlich läuft das jetzt erstmal nicht weiter. Hä? Was ist denn dein Problem jetzt? Fusionator. Dahin rauskotzen und darin, dahin reinkriegen. Geht doch. So, und dann wird hier einmal geschreddert und temporär können wir das so machen. Schredder den Scheiß weg. Und hier läuft nichts. Schön. So, dann kriegen wir erstmal Tickets ran hier, wie blöd. Ach, wir haben schon wieder 3. Also gleich gut nach oben geschossen. Zack. Dann können wir bestimmt gleich irgendwas mit anfangen.
So, Turbodraht. Schön. Und zwar gar nicht mal zu knapp. Wie lange habe ich da jetzt gebraucht? Ach, Folge fast vorbei. Gar nicht mal zu knapp. Am Arsch, ey. Ja, aber die Halle würde ich jetzt gerne noch fertig haben, ne? Das wäre ja schon noch schön. Ja. Kurzes Ziel gesetzt und zack ist die Folge vorbei, ey. Meine Fresse. Halbe Stunde ist echt gar nichts bei diesem Spiel. Das ist immer wieder erstaunlich. So, hier ein bisschen Platzverschwendung. Das ist mir aber lieber, als hier alles wieder eng auf eng bauen. Zack. Ich werde hier wahrscheinlich eh in mehreren Etagen werken müssen. Und dann wird hier einfach nachher eine Etage draufgesetzt. Und da wird dann der Turbodraht weiterverarbeitet. Was, zu was auch immer das gemacht wird. Also, was daraus auch immer gemacht wird. Ich habe tatsächlich überhaupt keine Ahnung. Ja, kann auch gleich zwei Etagen machen. Eh ein bisschen höher. Zack, zack. Und da sind die Eisenplatten tatsächlich leer. Wer hätte es gedacht? Naja, ich muss eh nach oben. Um was auch immer mit dem Turbodraht zu machen. Was mich ein bisschen stört, ist, dass es nach oben hin, also dass man nichts hat, das durch die Bodenplatten durchfördern kann. Ja, ich weiß, es gibt Mods, aber ich würde eigentlich gern bei Vanilla bleiben. Also wäre cool, wenn das irgendwie noch durch die Entwickler nachgereicht werden würde. Denn das ist, ich weiß nicht, also ist doch nur logisch, dass man Material auch mal von unten nach oben verschiffen will, oder? Ich meine, es gibt ja nur schon diese Förderkräne. Warum nicht einen Schritt weitergehen und das Ganze durch eine Wand durchmachen? So, Forschung beginnen. Zum Glück auch nur 3 Sekunden. Zack. Was haben wir da jetzt gekriegt? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ja, guck mal. KI-Begrenzer. Die brauchen wir doch für den Splitter, oder nicht? Klinkenläufer. Okay, what the heck. Die Analyse von Eierbegrenzer ist abgeschlossen. Ach, und hier sind auch die besseren Strommasten. Coolio. Highspeed-Anschluss. Ja, das ist der ganze Computerkomponentenkram, ne? Also mit Gold lag ich in der letzten Folge gar nicht so falsch. Was ist das hier? Sprungläufer. Okay. Und danach. Ah, okay. Da brauche ich auch mal wieder Kupfer für. Das ist ja. Das ist ja Wahnsinn. Warum ist denn? KI-Begrenzer. 10 Stück kann ich bauen. Ehrlich. Machen wir jetzt einfach mal. Oh, ich sehe schon, man braucht auch echt viele Kabel. Gut, dass ich da jetzt nicht gegeizt habe und gesagt, wow, behalten wir mal übrig. So, jetzt haben wir wahrscheinlich genug Computer und nicht mehr genug Kabel. Beziehungsweise Turbodraht. What the heck, ey. So, und dann haben wir nämlich die intelligenten Splitter. Das finde ich gut. Ach, kann ich doch gleich machen. Die haben für mich erstmal Vorrang. Damit ich endlich mein Lagersystem anfangen kann. Wie gut ist das? Halt, ich wollte Stahlplatten holen. Ups. Marblefix. Zack. Irgendwie ist es ruckelig heute. Habe ich das Gefühl. Zeit sagt, ja, halbe Stunde. So ziemlich. Zack. Sortiere den ganzen Scheiß hier mal. Ja, ich nehme mal einen Stack mehr mit und dann holen wir nochmal ordentlich Platten. Und bei Zeiten müsst ihr hinten eigentlich auch mal umgeordnet werden, oder? Ich meine, das sieht hier aus wie Scheiße. Ich meine, es ist ja schön, dass ich da vorne jetzt ein bisschen schöner baue, aber das kann es ja nun nicht gewesen sein, ne? Deswegen kann man nicht sagen, ja, das war hier vom Anfang, das lassen wir, wie es ist. So, und dann steht da echt schon das nächste Gebäude. Das finde ich total geil. Zack, halbe Stunde, fertig. Das finde ich irre gut. Na, und da oben bauen wir dann die KI-Dinger. Oben drauf. Wäre auch echt seltsam gewesen,
wäre das mit Turbodraht schon fertig. Also gäbe es da nichts mehr hinter. So, das heißt, wir brauchen dann nachher Kupfer. Das müssen wir tatsächlich nochmal erschließen, weil ich kein Kupfer mehr habe. Und dann können da oben fleißig KI-Begrenzer gebaut werden. Ich weiß zwar nicht, wie ein KI-Begrenzer funktionieren soll, aber scheißegal, oder? So, und hier muss noch mein Reservat hin. Zack, zack. So stelle ich mir das nachher vor. Nur da kann man oben drauf, kann man ja wieder was bauen. Muss ja irgendwie nur 2-3 hoch. So viel ist es ja gar nicht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir müssen hier noch eine Decke reinziehen. So, so, so. Ach ja, herrlich. Also nach den Startschwierigkeiten, die ich gerade hatte, die ist doch denn echt noch gut. Also ich fand die Idee, das hier jetzt einfach rumzudrehen, irgendwie erstaunlich intelligent. Ne, klar, man hätte hier nochmal die Dings setzen müssen, aber dann hätte ich da hinten wieder das Problem mit dem Dings gehabt. Was ist denn hier? Wieso geht das so? Da ist was im Weg. Na gut. Mit dem Lagercontainer wieder gehabt und ich hätte das schon ganz gern alles gesammelt in einem. Auch wenn ich die Hälfte jetzt gerade schredder. Ja, der hier läuft schon wieder nicht mehr. Wahrscheinlich, weil er nicht abgeführt kriegt. Da wird es Zeit für stärkere Fließbänder. Geht ja so nicht weiter, ne? Ich meine, das ist alles dafür vorbereitet. Das sollte nachher einwandfrei laufen. Und zwar mit, wie viel hauen wir da denn raus? 6 mal 60. 360 pro Minute. Ja, so fühlt sich das hier auch. Meine Fresse. Wie viel haut ihr raus? 15 Teile pro Minute. Das heißt, das sind 30. Oh, das ist ja gar nicht so viel, wie ich dachte. Wie bin ich denn da auf was anderes gekommen? Wie war ich denn so dumm? Hä? Ach, hier kommen Schnecken rein. Da bin ich schon mal bei 30, 60. 60 ist schon mal besser. Aber der ist voll ausgelastet trotzdem. Na gut, das ist der erste, ne? Logo ist der voll ausgelastet. Aber hier hinten dürft's. Ja, ab hier ist leer. Das war dumm, Markus. Wie kannst du dich denn so vertan haben? Oh, das ist gar nicht schlimm. Denn wir haben ja tatsächlich mehr als genug Katerium. Wir setzen hier aber nochmal eine Schmelze ran, oder was? Das machen wir jetzt noch. Das nervt mich ja sonst. Schmelzofen. Ey, dass ich mich da so verlesen habe gerade. Das nervt ja wie Hulle. So, obwohl läuft es nicht mehr richtig. Bist du noch voll? Nein, du kriegst schon keine mehr. Dann krieg ich mit den beiden ja nur die beiden zum Laufen. Das ist ja viel zu wenig. Wo wir die dann übertakten. Ja, so oder so brauchen wir hier noch eine Schmelze. Und wir haben ja den Platz. Ne? Also so ist ja nicht. Zack. Hin hier. Und dann machen wir das einfach so. 1, 2. Und da kommt einfach ein Dings ran. Ein Förderbandsplitter. Zack. Sitzt mittig. Bitte. Ja. Passt auch. Jetzt habe ich keinen Stahl mehr. Ah! Ist doch alles nicht wahr. Reicht das noch? Das reicht tatsächlich noch. Ist ja abgefahren. So, der braucht natürlich auch noch Strom. Meine Güte. Das hätte so schön gepasst mit einer halben Stunde, aber nein.
Unerwartete Probleme. Man soll es nicht glauben. Na. So. Und dann ab hier rüber. Kann ich den auch gleich neu verkabeln. Ist gut. Sieht man dieses hässliche Kabel hier auch nicht mehr. Einmal hier ran. Und ein Ding mit auch kleinen Kabel drüber. Und einmal da ran. So, und da ich jetzt natürlich keine Dings mehr habe, keine vernünftigen. Na, sie muss ich hin. Naja, zumindest Zweier können ja daran. Ja, aber natürlich. Den programmierbaren wäre jetzt gut, ne? Wie mache ich denn das jetzt? Moment. Erstmal brauchen wir hier noch. Ach Mann. Ich kriege das nie so geschissen, wie ich das eigentlich will. Wo habe ich den genau stehen? Dahinter, okay. So. Das hier nehmen. Was für eine Ressourcenverschwendung gerade. Das ist ja unglaublich. So, und dann bauen wir hier oben nämlich nochmal einen Förderblattsplitter einfach rauf. Zack. Ach, leck mich doch. Leck mich doch fett. Zwei. Glaube ich nur einer. Ja. So, und jetzt können wir nämlich von hier einfach nach. Nee, können wir auch nicht. Das ist doch alles schon doof. Da kommt immer noch was an. Nehmen wir das einfach weg. Und dann gehen wir von hier nach da. So. Erstmal ist das okay. Damit der Rest ja auch noch läuft. Läufst du? Achso, man sollte dir auch sagen, was du produzieren sollst, ne? So, jetzt aber. Feierabend. 37 Minuten. Ah, besser. Ich werde besser. Ich werde viel besser. Wir haben Katerium. Wie gut ist das? Damit bin ich schon mal zufrieden. Nein, wir haben Turbodraht sogar. Geilo, geilo, geilo. Hä? Oh, die kommen jetzt nur noch in Schwüngen. Aber gut, da kommt ordentlich was an. Es sieht alles irgendwie ganz geordnet aus eigentlich, oder? Gut, der Teil ist jetzt ein bisschen komisch hier, aber das graden wir in der nächsten Folge noch ab und dann wird das schon. Und die beiden müssen. Ja, das passt schon alles. Das passt schon alles. Ne, wir hätten den hier vielleicht noch so seitlich stellen können und dann darunter. Ach, ist auch scheißegal. So wie es ist, ist es in Ordnung. Ich bin zufrieden. Mehr oder minder. Außer, dass ich das hier mit der Berechnung echt verkackt habe. Na, aber wie gesagt, die übertakten wir hier. Dann hauen die schon 30 pro Sekunde raus. 60. 48. 36. 24. 24, 24, 24, 24, 12. 0. Ja, beide auf 200% übertakten. Dann haben sie alle voll. Ne, und dann kann ich den nämlich nachher hier erst ansetzen. Und dann passt das. Dann sieht das auch nicht mehr so seltsam aus hier. Ja, das ist okay. Ich bin damit jetzt glücklich. Ich weiß nicht, wie ich mich so derbe vergucken konnte. Ne, ich dachte, die hauen 45 raus und nicht 15. Naja, scheiße. Egal. Wie immer danke ich euch fürs Zugucken. Es war mir wieder ein innerliches Blumenpflücken. Und wir haben unser erstes neues Fabrikgebäude seit dem Umbruch. Und es ist doch schön geworden. Aber es ist schön geworden. Es ist ein viereckiger Klotz mitten im Nirgendwo. Aber es ist da. Und es ist ja erstmal. Was soll das? Das korrigieren wir jetzt noch. So nicht. So nicht, mein Freund. Da soll's so ran. Ja, und das ist der neue Anfang zu unserem neuen Imperium.
Wir werden Industriemagnat. Finde ich total gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und noch besser kommentiert. Und vor allem lacht mich nicht zu sehr aus für meinen bescheuerten Rechenfehler hier. Also wie ich so dumm sein könnte, ist mir tatsächlich ein Rätsel, aber naja. Ja, immer noch die Frage, da die letzte Folge noch nicht draußen ist, während ich das hier aufnehme. Wie gefällt euch das neue Layout? Was haltet ihr davon? Ne, dass wir hier jetzt weiterbauen, das da weglassen. Schreibt das doch einfach mal mit rein, ich würde mich freuen. Ne, ansonsten bleibe ich euer Ragnar Bertelsson. Viel Spaß heute noch. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.